Sam, ein Wattpad-Roman von Frau Brummer. Prolog. Mama und Papa sind tot. Ich bestellte einen Tequila-Shot ohne Zitronen und Salz. Herzlichen Glückwunsch. Juna, du bist das reichste Kind in Manhattan. Ich trank noch einen Shot. Ich mochte sie pur. Wo warst du heute? Weg. Die Lehre hörte nicht auf. Ich wollte noch einen. Juna, deine Klamotten sind zerrissen. Mir wurde vom Dritten schlecht. Der Barkeeper schaute mich argwöhnig an. Alles in Ordnung bei dir? Ein schwarzhaariger Typ betrachtete mich und runzelte die Stirn. Kommst du mit zu mir? Er küsste mich. Ich ging mit. Der Rest verschwand in einem schwarzen Nebel. Kapitel 1. Mein Kopf dröhnte, als ich in einem Café in East Village meine Finger um eine heiße Tasse Kaffee schlang. Der Kerl von gestern, er hatte sich als Sam vorgestellt, hatte ihn mir ausgegeben und saß nun mit einem Frappuccino mir gegenüber. War wohl das Mindeste, nachdem er mich entjungfert hatte. »Also, Juna, bist du aus New York?« »Bitte lass das«, bat ich ihn. »Was?« Er runzelte seine hübsche Stirn. Sam war schön, daran bestand kein Zweifel. Pechschwarze Haare, so tiefbraune Augen, dass man zwischen Iris und Pupille nicht mehr unterscheiden konnte. Und diesen Blick, der wirkte, als würde die Welt ihm zu Füßen liegen. Sogar seine Stimme empfand ich als perfekt. Er sprach so, dass man ihm zuhören musste, ob man nun wollte oder nicht. »Ich möchte keinen Smalltalk mit dir führen«, erklärte ich ihm und nahm einen Schluck aus meinem Kaffee. »Worüber möchtest du dann reden?«, fragte Sam. »Hast du mir gestern Nacht K.O.-Tropfen verabreicht?« Es klang unverfroren und genauso sollte es auch klingen. Schließlich konnte man sich nach 3 Tequila-Shots eigentlich noch recht gut erinnern. Nur ich konnte es nicht. Das Letzte, was in meinem Kopf einen Platz fand, war sein Kuss. Er hatte weiche Lippen gehabt und ich war an seinen Armen dahingeschmolzen, als hätte er mich verzaubert. »Nein, habe ich nicht«, gab er unbeeindruckt von der Frage zurück. Ich glaubte, dass er mich belog und nahm noch einen Schluck von meinem Kaffee. Was um alles in der Welt tat ich hier? Du wirkst irgendwie verängstigt, stellte Sam fest und musterte mich. Wieso hatte der eigentlich mit mir geschlafen? Er sah aus wie jemand, der jeder haben könnte, mal ganz davon abgesehen, dass er bestimmt schon 23 war und ich nur 18. Vielleicht hatte er Probleme. Seine Wohnung hatte nach Problemen ausgesehen. Eigentlich hatte sie wie eine Sozialwohnung ausgesehen, unordentlich, dreckig und heruntergekommen. Nicht, dass alle so aussehen würden, aber die Wohnungen, die sie bei der Benefizgala gezeigt hatten, sahen so aus. »Juna?«, fragte er nun nach. Ich reagierte nicht. Er hatte mich nicht vergewaltigt, aber irgendwas hatte er getan. Irgendwas, was mir diese Kopfschmerzen und den Gedächtnisverlust eingebracht hatte. Wenn ich so darüber nachdachte, dann war das hier der Punkt, an dem ich meinen kleinen rebellischen Nervenzusammenbruch beenden sollte. Schließlich hatte ich seit einer Woche durch die Stadt gestreut, war mit meinem gefälschten Ausweis in Bars reingekommen und hatte überlegt, wie ich das viel zu große Erbe meiner Eltern am besten ausgeben könnte oder anlegen, was auch immer. Und schlussendlich hatte das hier nur dazu geführt, dass ich gegenüber von diesem unheimlich gut aussehenden Idioten saß, an den ich meine Jungfräulichkeit verloren hatte. »Hey, ich würde gerne gehen«, stellte ich klar und fuhr mir durch die Haare. »Klar, dann gehen wir«, gab er zurück und ich schüttelte den Kopf. »Nein, ich gehe allein. In die eine Richtung und du in die andere.« Ich stand auf. Er schmunzelte nur. »Ja, witzig, aber nein.« Sam klang überheblich, was ich nur mit Augenrollen kommentierte. »Doch, ich gehe.« Ich zeigte auf den Ausgang, durch die Tür da hinten. Und dann ließ ich meinen Worten Taten folgen und ging wirklich. Blöderweise folgte Sam mir. Und das tat er einen Block später immer noch. »Oh mein Gott, hör auf, mich zu stalken«, rief ich und drehte mich zu ihm um. Ich könnte schwören, dass er bei dem Wort »Gott« kurz zusammenzuckte. »Juna, du machst einen Fehler«, begann er dann. »Wirklich? Welchen? Vor meinen offensichtlich psychopathisch angehauchten Stalker fliehen?« Irgendwie hatte ich etwas Angst vor ihm. Er hatte mir bestimmt K.O.-Tropfen gegeben. Wahrscheinlich sorgte er mich schon länger. Schließlich war mein Gesicht überall in den Medien, gleich neben meiner großen Schwester, die ohne Slip feiern ging. Vielleicht hatte er mich mit ihr verwechselt. Sie war auch eher in seinem Alter. »Stalker?«, er lachte. »Wieso zur Hölle sollte ich dich stalken? Du bist vollkommen uninteressant«, warf er mir dann an den Kopf. »Oh, das schmerzte ja überhaupt nicht.« »Danke, das Kompliment hat mir den Tag versüßt. Fick dich, Sam, und hoffentlich sehen wir uns nie wieder«, lächelte ich freundlich und trat an die Straße heran, um ein Taxi anzuhalten. »Hör zu, ich versuche dir nur zu helfen. Ich finde es nicht sonderlich hilfreich, mich unter Drogen zu stellen und dann anschließend zu vögeln und dann mit mir Kaffee zu trinken, weil du wohl irgendwie Reue empfindest. Wieso, verdammt, kam hier kein Taxi?« »Ja, das war auch nicht meine beste Idee«, antwortete Sam. »Aha, er gab also zu, dass er mich betäubt hatte. Super. Jetzt war es eine Vergewaltigung. Nicht deine beste Idee?«, fuhr ich ihn wütend an. »Wie gestört bist du, dass du irgendwie glaubst, das wäre auch nur ansatzweise überhaupt deine Idee?« In mir staute sich Wut an.
Wut darauf, dass er mich ausgenutzt hatte und Wut darauf, dass ich mich ausnutzen lassen hatte. Meine Hände zitterten, die Tränen sammelten sich in meinen Augen. Und plötzlich ging es in meinem Kopf nicht mehr nur um ihn, sondern um alles andere. Um die Einsamkeit, die sich angestaut hatte, um den Tod meiner Eltern, den ich nicht verkraften konnte, und darum, dass ich meine Welt auf einen Schlag komplett verändert hatte. Ich fühlte mich verloren, so als würde ich fallen, wie Alice in ihr Wunderland fiel. »Hey, nicht weinen«, bat er mich und ging auf mich zu. Doch ich streckte die Hand aus. »Wehe, du fasst mich an«, zischte ich wütend. Endlich hielt ein Taxi und verschaffte mir den perfekten dramatischen Abgang. Ich schlug die Autotür zu, sagte die Adresse des Penthouses meiner Eltern und begann erst dann, bitterlich zu weinen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt und bewertet es doch bitte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.